Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf dem Marsch. Wir werden noch weiter mit Holz machen. Leider hat der Platz für ein Sägewerk nicht gereicht, dem wir gerade bei sind. Also werden wir weiterhin schauen, dass wir das irgendwo mal ein Plätzchen gekauft kriegen. Natürlich in der Nähe des Waldes. Aber mal schauen, wir haben wieder mehr Wald. Ist auch nicht alter Abend. Ich wünsche allen einen schönen Sonntag zur zweiten Folge. Habe ich in der vorigen Folge vergessen zu sagen, aber bin halt so, ne? Also heute sehen wir noch ein bisschen aus, Feld Nummer 2 und 15. Da sehen wir hier was Gerste aus. Die anderen Felder, da ist Gras gewachsen. Auf den genannten beiden Feldern ist leider nichts gewachsen, kein Gras. Ich verstehe zwar nicht warum. Ah, das kann sein. Ich habe ja im vorher noch geerntet. Also nicht, dass jedes Mal Gras neu eingesät werden muss. Na ja, gut, dann mal schauen wir mal. Ich habe ja in den, bevor der Season kam, das Gras noch geerntet. Und deswegen kommt die Melon abgeerntet. Wo eigentlich Gras viel erwachsen müsste normalerweise. Ah, schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal aussieht. Denn ich möchte ja im Prinzip nach Möglichkeit zwei Ernten haben, ne? Im Jahr. Und wenn da Gras kommt, bietet sich an, ne? Ja, Bäume gehen auch weg mit der Zeit. Wir müssen viel mehr Bäume machen, wenn wir welche pflanzen. Im Laufe des Jahres, sagen wir so. Wahrscheinlich im Herbst. Da haben wir die Zeit dafür. Wir werden das kaum schaffen jetzt. Mal schauen, ob wir näher die nächste Grasernte vorbereiten und gleich den nächsten Arbeitsgang mit Pflügen, ne? Also zumindest auf Feld 3. Feld 3 muss gepflügt werden. Dann werden wir da entsprechend den nächsten Arbeitsgang machen. Ich glaube, Raps ist vorgesehen. Und wenn das zeitlich nicht mehr ausgeht, dann werden wir halt Mais auch sehen. Oder was ähnliches. Sonnenblumen zum Beispiel. Die müssen aber tun, dass wir die Felder bestellt bekommen, dass wir nötige Kleingeld verdienen für mehr Felder. Wird Season ein bisschen schwieriger. Früher hast du für alle zwei Tage geerntet. Und jetzt ist es natürlich anders. Und jetzt ernten wir nur einmal im Jahr. Das heißt, da ein Jahr, wo mir drei Tage hat, natürlich da hätten wir nur alle 12 Tage, wenn wir nur eine Frucht haben. Wenn wir zwei schaffen, dann ist es gut.
aber ist eher unwahrscheinlich. Ich glaube, Soja müsste man probieren. Wenn man nächstes Jahr im Herbst Weizen aussehen. Oder Gerste oder Raps. Dafür, dass du im Sommer noch an der ersten Mart, der ersten Ernte gleich hinterher Soja einpflanzen. So können wir wenigstens alle 6 Tage ernten. Der Verlust nicht ganz so groß gegenüber dem vorigen Modus. Aber wir wollen ja alle ein bisschen mehr reeller spielen. Milch können wir auch noch verkaufen. Da haben die älteren Kühe ein bisschen mehr geliefert. Ich muss mal gucken, ob die Kühe jetzt pro Tag oder, naja, wäre auch nicht logisch, ne? Normalerweise ein Jahr ist ja normalerweise ein Jahr, ne? Und nicht hier ein Tag, ne? Wo da steht 0,7 kommt ein Kalb. Das ist mehr wie ein halbes Jahr. Das heißt, jetzt haben wir im Frühling, das müsste ja im späten Herbst sein. Da muss ich darauf achten, dass wir irgendwie männliche Tiere kriegen. Um da nicht den Überblick zu verlieren, dass wir da einen separaten Stall nehmen und dann die Tiere entsprechend, was dann Fleischrinder wären, entsprechend umstallen. Wäre schlichtweg eine einfache Übersicht. Weil dann können wir sagen, nach 2 Jahren sind die, wenn die 500 Kilo haben erreicht haben, dann ab zum Schlachter oder aktuell zum Händler, ne? Weil der ist das Einzige, wo wir jetzt kaufen können. So, die anderen beiden dabei, 70%, 31%. Dürfte noch ein bisschen dauern. Die ist auch so dick. Die helfen. Die ist keiner so dick. Ja, die Luft noch. Irgendwann mal wärmer hier langsam hier. Die ist so arschkalt heute hier. Plus 4 Grad. Thüringen gerade hatte ich Schnee gehabt zu dem Zeitpunkt. Aber halt, ne, so kommt halt vor, ne? Das kann natürlich auch passieren, im Extremfall. Oder so im Norden. Na, ich weiß, vor 2 Jahren ist im April noch Schnee gefallen. Aprilscherz am 1. Und dann kam der Supersommer 2018. Mit extremer langer Trockenheit. Ups. Apparat hängt schräge, das ist immer so dick. Aber so eine kurze Dicke. Ja, gut. Das ist zu hoch gewesen. Das macht sich hier nicht bemerkbar an dem Baum. Nur hängen bleiben ist so leicht getan. Überlegen, wo ich dann den Pinose kaufe.
Oder ob die mal auf riesigen Basis behalten erstmal und dann später noch einen Drescher kaufen, das ist ja auch wichtig. Aktuell haben wir nur einen, das ist zu wenig. Das ist zu wenig. Das war nix. Der hat sich gelohnt. Aber es gibt noch längere Bäume, ne? Hier haben wir nicht viel längere hier. Da müssen wir noch welche auspflanzen hier. Aber mal sehen. Heute? Unwahrscheinlich. Es wird noch im Herbst, ne? Das wird schon werden. Jetzt die Korn ist ja jetzt. Muss ich den morgen noch mal düngen und dann habe ich in dem Tag wirklich morgen ja düngen und die anderen Grasfelder muss ich ernten und dann muss ich noch mal eine muss gepflügt werden und das andere muss geerntet werden, die Aussaat erfolgt werden, also komplett viel Arbeit. Nicht unterschätzen. So, dann nehme ich hier gleich weiter. Hier. Eine Hütte hier. Bevor der Sturm kommt, alles wegreißt. Einer ist fertig. Dann müssen wir gleich mal. Schau, du musst auch noch gleich fertig sein. So, schau mal, ist ja auch gleich fertig. Das passt genau. Das waren wir gerade gewesen, ne? Also typisch. Schauen wir mal, 1,8, 1,9. Also Wartungskosten werden im Ganzen ein bisschen weniger. Sollen wir mal schauen, ob wir was nacharbeiten müssen? Ah, das hält sich in Grenzen. Das ist ein guter Vergleichswert, wo man sehen kann her. Oder da oben ist ein bisschen viel. Müssen wir nacharbeiten. Aus Prinzip. Mal ganz kurz gucken. Noch genug drinne. Und Saatgut und Dünger. Das ist schon merkwürdig, warum gerade bei Gras müsste normalerweise auch im Frühjahr weiter wachsen. Ne? Da wo ich nicht gemäht habe, ist natürlich hat gewachsen. Schon sehr komisch. Mächtig komisch, aber gut, was soll's. Oder schlichtweg Spezialsamen. Monsanto wächst nur einmal. Aber es könnte auch ein Fehler sein vom Season zum Beispiel. Es könnte auch sein, dass das vielleicht korrigiert wird vielleicht. Weil Gras wächst ja normalerweise einmal gepflanzt immer nach. Gut, war nicht immer perfekt.
Aber normalerweise Gras, einmal ausgesät, bleibt eine Wiese. Ja, anscheinend damit auch. Ah, mal schauen. Vielleicht ist das so Absicht, kann natürlich sein. Na ja gut. Wenn es reif ist, ist es reif, dann kann man es auch ernten, ne? Denn vor der Folge ohne Seasons, da waren die Wiesen ja noch schon. Oh, erntereif kann man sagen. Da müssen wir dann gleich, ja, obwohl den Flug, da geht man schnell hingefahren. Ist ja um die Ecke. So, fahren wir gleich zum Hof. Feld 1 haben wir nicht mehr geschafft zu ernten. Dann ist es, ja, wir sind wieder gewachsen. Genauso wie beim Hof die Wiese. So, können wir uns nicht daran fahren, den Traktor was hören. Mitte Frühling, ja. Dann müsste ja morgen das Gras gewachsen sein. Entschuldigung. Wieso nicht? Kurz auffüllen. Aber dann. Wir müssen ein bisschen warten, weil ein Gras im gelben Zustand bringt ja nun etwas weniger als im vollreif Zustand, ne? Deswegen warte ich da ein bisschen ab. So, Deckel zumachen, wenn ich nass wird. Wir fahren ihn gleich in Bereitschaft für Feld Nummer 3. Das heißt, wir stellen ihn mal hier mal ab. Da war auch schon mal so. Okay, Großteil dann leicht drinne. Traktor 3,8, das geht schon. Sägemaschine 2,1. Geht auch. Na, wollen wir hier mal nacharbeiten? Ja, lassen wir. Da sind Ecken bei, die nicht passen. Können wir uns nicht mit zufriedenstellen. So, kurz mal anhalten, weil er sich entsprechend Position bringt. Also wir brauchen dringend etwas stärkere Maschinen. Das ist amtlich. Und wir brauchen noch einen Drescher, einen zweiten. Erstmal einen zweiten. Müsste eigentlich auch gehen mit zwei. Ölfelder haben wir noch nicht. Aber schauen wir mal. Zur Not, wenn man noch ein, zwei ausleihen, wenn es sein muss. Durchfahren geht nicht. Haben wir auch schon probiert. Der Traktor kommt ja nicht durch, aber mit dem
Mit der Maschine hinten dran, dann wird es schwierig. Dann liegt er auf. Hängt er in der Luft. So, und jetzt geht's an Ecke. Hier vorne war noch was. Da, wo es ein bisschen dunkler aussieht. So, das machen wir noch fertig. Das ist Folge Nummer 4. Sonntag. Wollen wir reisen heute. Wenn man da nicht gemacht hat, verstehe ich auch nicht. Fahren wir an der Ecke nochmal hin. Wir müssen vielleicht mal mit Modo scharf probieren. Ob das besser klappt. Mal sehen. Ja, irgendwie. So. Na, die Ecke. Mal schauen wir mal. Guck, wo da hinkommt. Der Maschine. Wir wollen ja nicht in den Graben fahren, ne? Der Traktor würde gut durchkommen, aber mit der Sämaschine zusammen, da gibt es Probleme. Muss ich mal schauen, ob wir noch düngen müssen hier, zweites Mal. Und Koppelkämpfung, da werden wir noch überlegen müssen, ob wir noch eine große Maschine kaufen. Oder ob wir mit Striegel klarkommen. Aber Striegel war auch sehr lange, ne? Frühling, Frühling, Frühling. So. Klappen wir zusammen. Fahren wir zur Straße. Den werden wir ebenfalls voll machen. Mit Saatgut. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Danke fürs Reinschauen. Hoffe, wir sehen uns Montag wieder. Sag mal Tschüss und Winke, Winke. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.